Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Wir sind nach wie vor am Lager der Zentralarmee von Nilfgaard und wir haben in der letzten Folge jede Menge vermisste Soldaten gefunden, nämlich zum einen eine vermisste Patrouille, von der wir herausgefunden haben, dass sie von einem Vivan gefressen wurde. Mein Hund spielt im Hintergrund übrigens wieder mit seinem Spielzeug und macht ein bisschen Krach. Und wir haben den vermissten Sohn der Adligen gefunden, der leider bei den Deserteuren geschnappt wurde und aufgehängt. Ja, auf jeden Fall haben wir aber damit die Missionen abgeschlossen. Und ich wollte jetzt nochmal gerade zu diesem blöden Quartiermeister hier zurück, denn das war, glaube ich, noch ein Gewinnspieler. Und wenn ich gegen ihn spiele und gewinnen könnte, dann hätten wir hier unten eigentlich alles erledigt. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Ja, beim letzten Mal waren wir uns nicht so besonders freundlich gesinnt, als ich ihn verlassen habe, weil wir herausgefunden haben, dass die Patrouille, die wir suchen sollten, gar keine Patrouille in dem Sinne war. Die haben nicht nur patrouilliert, sondern die sollten Kriegsgefangene hinrichten und verstecken. Und ja, das finden wir natürlich nicht besonders gut. Und er hat aber der Kritik da, ja, nicht wirklich zugehört oder sie nicht wirklich ernst genommen. Deswegen haben wir uns eigentlich nicht im Guten getrennt, aber jetzt würde ich noch eine Runde mit ihm Gwyn spielen. Denn dann müsste ich mir nicht merken, dass der hier unten noch hockt und ich das noch nachholen muss. Dann hätten wir das direkt erledigt. Wetteinsatz, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie gut der spielt. Lass ich besser machen. Ich habe schon lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Wie wäre es mit einer Partie Gwyn? Ich weiß ja nicht, wie gut Quartiermeister jetzt als Strategen sind. Also, ich weiß ja nicht. Ah, oh, Hund. Ah, okay. Er hat gerade an dem Kabel vom Headset gezogen. Das wird man wahrscheinlich gehört haben. Jetzt klettert er auf meinen Schoß und schnüffelt am Controller. Ach, Hund, jetzt wirst du fit plötzlich. Eben hat er noch da gelegen und geschlafen. Jetzt wird er plötzlich fit. So, und manipuliert wieder meine Aufnahme. Na, nicht am Headset knabbern. Wir knabbern nicht am Headset. Nein. Nein. So, so, meine Karten haben sich soweit, glaube ich, nicht verändert. Von daher würde ich sagen, einfach mal Spiel starten. Ja, ich weiß halt nicht, was für ein Stratege er ist. Er spielt aber zumindest mit dem gleichen Kartensatz wie wir. Von daher, so, schauen wir mal. Den Vierer-Spion könnte ich vielleicht ablegen. Ja, ich lege den Vierer-Spion mal weg. Okay. Und ansonsten geht das aber eigentlich. Ich würde es einfach mal mit den Karten versuchen, weil man weiß ja eigentlich nie, was kommt. Von daher, obwohl man, naja, ich hatte keine Wetterkarte drin. Ja, gut, dann machen wir das einfach mal. Denn er hat ja jetzt auch mit dem gleichen Anführer, hat er auch die gleiche Fähigkeit und kann gegen Wetterkarten vorgehen, indem er Sonnenschein macht. So, dann, ja, lege ich doch direkt mal ihn hier. Skelden Skax. Und schauen wir mal, was er erwidert. Aha. Aha, aha, okay. Dann, ach Mann, ich möchte eigentlich, könnte den jetzt eigentlich schon mit der Finte wieder zurückholen und ihm damit die erste Runde überlassen. Dann, ich weiß aber nicht, was er noch für Karten hat. Das ist ein bisschen, na, 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 na. Ich nehme mal den hier. Und schau mal, was er mir darauf erwidert. Ahaha, witzig. Okay. Ja, das Doofe ist, der, den ich jetzt gespielt habe, ist eigentlich in der Verbindung besser. Ah, ich hätte eigentlich sie hier spielen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Das mache ich jetzt mal, komm. Dann habe ich aber sonst, ja. Ach, das wäre cleverer gewesen, Mist. Das war eigentlich dumm, ihn zu spielen. So, jetzt haut er mal was Starkes raus. Das heißt, ich hole jetzt mit der Finte den Kollegen zurück. Nein, nein, das war schon richtig, den da. Und überlasse ihm quasi diese Runde. Ja, spiel nochmal einen. Ach, Mist.
So wollte ich das natürlich nicht gerne. Naja, ich passe jetzt mal und überlasse ihm die Runde. Und hoffe, dass er seine guten Karten rausgehauen hat. Ja, ja, ich weiß. Ach Mist, der kriegt ja dadurch jetzt auch eine Karte zurück, ne? Ah. Ja, ja. Zieht eine zusätzliche Karte, der doof. Mist. Das war natürlich nicht so doll. So, jetzt muss ich aufpassen. Wie der passt. Was soll das denn? Er hat gepasst, jetzt was... Ach, weißt du? Das ist ja doof. Jetzt muss ich sie spielen, weil die anderen in der Verbindung besser sind. Unglaublich. Ja, jetzt kommt es auf die letzten Karten an. Ich habe meine vordere Reihe und meine hintere Reihe, die ich ausbauen kann. Ach so, und ich habe noch eine neue Karte gekriegt. Das ist natürlich gut. Ja, spiele ich die doch direkt mal als erstes. Die gehört ja nicht zu meiner gewählten Kampfaufstellung. Ach nein. Ach komm. Kommt der direkt mal mit einer Heldenkarte um die Ecke. Ist ja wohl nicht wahr. Ah, der hat aber auch noch... Warum hat der immer noch 8 Karten? Das gibt's doch nicht. Scheiße. Der hat viel mehr Karten als ich. Das ist natürlich doof. So, die beiden verstärken sich. Das war der Plan dazu. Was? 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 Wie kann der denn... Das ist doch... Die gehört doch gar nicht zu dem Kartensatz, oder? Dachte ich. Ja, doof. Da haben wir auf jeden Fall verloren. Jetzt schon. Er hat meine stärksten Karten zusammen verbrannt. Das ist natürlich richtig dumm gelaufen. Jetzt kann ich nur noch... Ja, okay. Und noch eine Heldenkarte. Alles klar. Gut, das wird nichts. Das heißt, ich werde mir merken müssen, dass der noch hier unten hockt und werde auch irgendwann wiederkommen müssen, um ihn zu besiegen. Ja, ja. Arsch. Mist. So, gerade dieser Unsympath da. Ach, was war das denn? Das war ja dumm. Den hätte ich mal auf die untere Reihe gespielt, ne? Also auf die vordere. Er ist nicht der cleverste, aber er hat gute Karten. Ja, ach. Du mich auch. Ja, er hat jetzt schon gewonnen. Ich kann unten nur noch verstärken auf 24 und das war's dann. Ah, da muss ich mir den Doofkopf doch merken und muss irgendwann mal zurückkommen, um ihn zu besiegen und ihn in die Schranken zu weisen. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Na gut. Charaktereintrag hinzugefügt. Was? Warum ein... Okay. Ist er das? Achso, da steht nur... Egger gebracht, aber warum haben wir jetzt einen Charaktereintrag dazu bekommen? Da muss ich doch jetzt gerade mal schauen. Apropos, wir haben noch keinen Charaktereintrag gelesen. Er hier, ja tatsächlich. Tava Eggebracht. Aha. Aber wir waren eigentlich... Wo sind wir eigentlich? Wir sind eigentlich bei Lambert. Ist jetzt die Frage, lese ich ihn jetzt, weil er gerade aktuell ist? Oder lese ich den Lambert, weil er als nächstes dran wäre? Aber ich möchte ehrlich gesagt wissen, warum ich den jetzt gerade dazu bekommen habe. Deswegen lese ich ihn jetzt ausnahmsweise. Tava Eggebracht. Der Nilfgaarder Tava Eggebracht entstammte einer Familie mit langen militärischen Traditionen. Seine Vorfahren hatten bei der Eroberung von Mecht, Geso und Methinna stolz unter dem Banner der goldenen Sonne gedient. Sie hatten für ihren Kaiser gekämpft und waren für ihn gestorben. Das letzte Schicksal hatte Tavas Vetter ereilt. Oberst Tibor Eggebracht, der im letzten Nordlandkrieg bei der Schlacht von Brenner gefallen war. Tava hasste die Nordlinge dennoch nicht. Er betrachtete den Tod seines Cousins als bedauernswerten, doch unausweichliche Kriegsfolge. Seinen Pflichten als Quartiermeister kam er gewissenhaft nach und hatte stets das Beste für seine Soldaten im Sinn. So, so. Warum wir jetzt den Eintrag bekommen, nachdem wir mit dem Gwind gespielt haben, ist mir zwar nicht klar, aber... Naja, gut. Von mir aus. So, dann würde ich sagen, ich merke mir, dass der Kollege hier mit den starken Karten noch sitzt und werde ihn irgendwann später besiegen. Dann reisen wir jetzt wieder nach Norden und so langsam mal auch auf die nächste Hauptquest zu, wobei das noch ein bisschen dauern wird, denn unterwegs sind noch ein paar Fragezeichen. So, lass mal gerade schauen. Also wir sind theoretisch unterwegs nach Norden. Ich glaube, ich werde hierhin jetzt reisen wieder nach Wenkelheim, um diese Fragezeichen zu machen. Und dann geht es hier immer weiter hoch anhand der Fragezeichen
Und ja, hier ist der nächste Teil der Hauptquest. Wir können auch nochmal einen Abstecher nach Novigrad, nach Ochsenfurt machen. Ja, und dann geht's aber so langsam auf Novigrad zu. Aber wir haben ja noch so ein paar Fragezeichen, sehe ich ja hier noch auf der Karte. Und ich würde sagen, wir reisen nach Benkelheim und machen dann an dieser Stelle weiter. Hier war zuletzt das Banditenlager. Das haben wir in einer der letzten Folgen gemacht. Das Banditenlager sind dann nach Benkelheim, wo der Wahrsager war, haben aus der Höhle die Wurzel geholt, haben uns die Zukunft sagen lassen und sind dann aber hier runter. Hier war ein versteckter Schatz, der ist von einem Biers bewacht. Den können wir noch nicht machen. Hier waren diese Steine und der bewachte Schatz. Da habe ich mir den Schatz schon geklaut, aber den Erdgenius dazu noch nicht besiegt. Da muss ich also auch nochmal hin. Das geht aber auch jetzt noch nicht. Ja, deswegen ziehen wir wieder hoch nach Benkelheim. Und ich markiere mal dieses Fragezeichen. Das wäre dann das nächste Ziel. So, Benkelheim haben wir schon mal. Hier war der Wahrsager und dann geht's in diese Richtung weiter. Zum nächsten Fragezeichen. Wie weit ist das? Ah ja, 80 Meter. Lohnt sich nicht, Plötze auszupacken. Und ranzurufen. Oh, was? Achso, Rehe. Okay, Rehe sind kein Problem. Da vorne ist aber... Was sind das denn? Sind das Neckar oder irgendwas? Irgendwas Kleines huscht da über die Wiese. Ein Monsternest. Yeah, ein Monsternest. Ich glaube, es sind wirklich... Sind das Neckar? Ja, vielleicht kriege ich ein Neckarherz. Das wäre toll. Ich hätte so gerne ein Neckarherz. Das war's schon. Ach komm, hol doch noch mal ein paar raus. Lass doch noch mal ein paar rausklettern. Das fände ich gerade ganz gut. Hier ist auf jeden Fall noch ein Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ja, das hoffe ich doch. Lass mal noch ein paar rauskommen. Jawohl. Ah, da kommen sie. Ich habe sie rausgelockt. Ich hätte nämlich gern ein Herz noch von euch. Ja, schön, da kommen immer mehr. So finde ich das gut. Vielleicht hat ja einer von denen mal ein Herz für mich. Na, Mutagen. 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 Ach Mann, kommt schon. Jungs. Tut mir doch mal einen Gefallen. Schenk mir heute Nacht dein Herz. Irgendwie so. Oh, Zeugs. Neblingabsud. Aha. Neblingabsud. So, so. Aha, aha, aha. Verbesserter Waldkauz. Können wir direkt mal gucken, ob wir irgendwas davon herstellen können. Hier haben wir noch einen Streitkolben. Ja, ein paar kleine Schätze. Na, kommt raus, die Jungs. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ja, das sollen sie. Ich bräuchte ein Herz noch. Ja, ich glaube, da kommen nicht mehr allzu viele. Und hier zu warten lohnt sich nicht so wirklich. Dann entledigen wir uns der Sache mal. Zack, bumm. Erfahrungspunkte. Vielleicht finde ich hier ein Herz. Ja, ein Neckarherz. Ja! Wir haben ein Neckarherz. War das das letzte, das ich noch brauchte? Oder brauche ich noch mehr? Ich weiß es nicht. Aber ich schaue jetzt direkt nach. In die Alchemie. Schauen wir direkt mal rein. So, was haben wir denn da? Absude, absude, absude. Wo ist denn der neue? Der neue? Oh, was ein Helfer-Absud. Erhöht Erscheinungen zugefügten Schaden, verringert den Schaden, den Erscheinungen bewirken. Okay. Ja, komm, stellen wir mal her, aber ist jetzt nicht so der Hammer. So, ich schaue nochmal von oben gerade. Hier fehlen Mutagene. Mutagene, Mutagen, Mutagen, hier auch. Mutagen, da auch. Da fehlt ein Mutagen. Neblingabsud, den haben wir gerade gefunden, den können wir auch herstellen. Erhöht die Zeichenintensität bei bedecktem Himmel. Okay. Also bei schlechtem Wetter sind unsere Zeichen besser dann, wenn wir den nehmen. Auch interessant. Hier fehlen wieder Mutagene überall. Vivan-Absud können wir herstellen. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft
bis der Kampf beendet ist oder Schaden erlitten wird. Vergiftungsschaden durch Tränke ausgenommen. Stellen wir auch her. Alles, was wir herstellen können, stellen wir auch her. So, die Substanzen brauche ich nur als Zutaten, glaube ich. Wenn denn mal was ist. So, dann Alkohol brauche ich auch nicht selber herstellen. Erstmal. Das hier haben wir eigentlich fast alles. Ja. Das brauchen wir nicht. Absud Raffaz des Weißen. Da können wir ihn endlich herstellen. Das war die Sache mit den Neckerherzen. Stellt einen Teil der Vitalität sofort wieder her. Perfekt. Den brauche ich. Den brauche ich dringend. Sehr gut. Dafür brauchte ich die Neckerherzen. Endlich habe ich sie. So, was fehlt hier? Pusteblume oder was? Achso, und da fehlt auch noch helle Essenz und Pusteblume, ja. Vor allem, dass die hier auch als Pusteblume bezeichnet wird und nicht als Löwenzahn. Verbesserter Waldkauz. Können wir herstellen. Beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Verlängerte Wirkdauer. Den einfachen Waldkauz hatten wir also schon. Vollmond. Oh Gott, was ist das? Vollmond. Erhöht die maximale Vitalität. Aha. Das finde ich gut. Waldkauz, Blaso. Haben wir noch irgendetwas, was wir herstellen können? Zutaten fehlen. Was fehlt da? Bärenfett oder was? Ja. Bärenfett. Sowas Einfaches, weißt du, was man dauernd eigentlich findet. Das fehlt hier wieder. Da auch. Ah, da fehlt aber auch noch das Vorgängeröl. Oh, überlegenes Konstruktöl. Da fehlt uns auch das Vorgängeröl und noch irgendwas. Ja, das war's schon. Ja, cool. Aber haben wir wieder ein paar Sachen hergestellt, die auch tatsächlich recht sinnvoll sind, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal gerade... Ah, ich schaue mal direkt hier im Inventar nach. Ah ja, lustige Dinge. Haha. Hoho, hihi. So, Helferabsud? Nee. Zeichenintensität bei bedecktem Himmel. Vivernabsud. Verbesserter Waldkauz. Hier, Absud Raffaz des Weißen. Den nehmen wir doch mal. Dann packen wir den doch direkt mal hier oben rein anstelle des Brots. Und den Vollmond nehmen wir auch noch mit. Den packen wir hier unten anstelle des Wassers rein. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, da können wir was draus machen. Wir werden immer stärker und immer besser. Das ist auch gut so, denn wir haben ja noch so ein paar Sachen unterwegs. Holz und Monsterherz. Wir haben ja da noch so ein paar Sachen offen, die uns ziemlich böse mitgespielt haben. So, ja, das Monsternest haben wir erledigt. Falscher Knopf, wie immer. Das war wieder der Assassin's Creed-Kartenknopf. So, ja, nächste Station. Wir kommen an dem Haus hier vorbei und dann... Ja gut, wir kommen automatisch an dem Haus vorbei, wenn ich gerade auf das Fragezeichen zurenne. Von daher muss ich das Haus nicht nochmal extra markieren. Dann diese Richtung. Ja, diese Richtung. So, 100 Meter, ja. Da ist auch das Häuschen schon. So, vielleicht sollte ich speichern. Vielleicht sollte ich speichern, bevor da jetzt irgendwas ganz Fieses steht und ich die ganzen Sachen gerade umsonst gemacht habe. Besser ist das. Oh, da ist... Hier ist was los. Sehe ich schon. Okay, hier ist nichts. Auch dahinter nichts. So, dann schauen wir mal... Was haben wir denn da? Da kommt schon irgendwas an. Neckar! Wieder Neckar, ja super. Und noch ein Monsternest. Noch ein Neckar-Monsternest, ja. Hätte ich das gewusst. Okay, hätte ich das von Anfang an vor allem gewusst, weil bei den Monsternestern haben wir bisher meistens tatsächlich... Na, so. Neckar-Krieger. Haben wir tatsächlich meistens ein Herz gefunden. Oder die Herzen, die wir gefunden haben, kamen häufig aus Monsternestern. Hätte ich gewusst, dass es hier zwei Neckar-Monsternester gibt, wäre ich hier schon früher vorbeigekommen. Dann hätten wir nämlich vielleicht nicht so lange nach den Herzen suchen müssen. Herzilein. So. Schnell alles einpacken. Oh, da ist noch eine Truhe. Mit einer Servierplatte. Ja, die ist wichtig, die Servierplatte. Die muss ich haben. So, dann haben wir hier schon
Das Nest. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Oh, da liegt einer, glaube ich. Okay, hier lag jemand, aber den kann ich nicht looten. Dann schauen wir mal, was wir hier noch finden. Ja, und da haben wir wieder ein Herz. Jetzt habe ich sogar ein Herz zu viel. Das ist ja ein Ding. Pulverisiertes Monstergewebe. Aha. Na dann. Ja, perfekt. Na, schon wieder der falsche Knopf. Mann! Mann, ey! So, und direkt weiter. Wir sind ja gut dabei gerade. Dann nehmen wir uns das hier vor. Zack, zack. Zack, zack im Frack. Hauen wir jetzt hier die... ein Monsternest von Neckern. Ich glaub's nicht. Ich glaub's ja nicht. Alter, wie lange habe ich diese scheiß Neckerherzen gesucht? Und hier sind drei Monsternester direkt zusammen von Neckern. Und zumindest in zwei Dritteln davon waren jetzt schon Neckerherzen. Das ist doch echt das Fest. Alter. Nein, nein, die töten mich, die töten mich. Scheiße. Ja, versuchen wir doch direkt mal unseren neuen Absolut. Der hat mir auch direkt mal das Leben gerettet. So, bevor die da noch Neckar mehr rauskommen. Hier auf. Sie graben sich raus. Weil jetzt brauche ich ja keine mehr. Machen wir das direkt mal kaputt. Da läuft noch einer da hinten irgendwo. So, einmal looten. So besonders viel hat er jetzt nicht wiederhergestellt, der Absurd, aber zumindest ein bisschen. Und wahrscheinlich hat er mir auch das Leben gerettet. Ich weiß es nicht. So, auch hier ein Neckarherz drin. Mann, wenn ich das gewusst hätte. Drei Monsternester direkt nebeneinander quasi. Und in jedem ein Herz. Wir haben vier Herzen haben wir gebraucht und drei hätten wir direkt hier zusammengefunden. Das ist echt... ah. Tja, was man nicht weiß. Ach Mann, ich muss es doch langsam mal lernen. So, auch das haben wir erledigt. Dann, Monsternest, Monsternest, Monsternest. Dann haben wir hier noch was. Sag mir jetzt nicht, dass das noch ein Monsternest von Neckern ist. Dann kriege ich einen Rappel. Das liegt auch noch so nah dabei. Das könnte auch wieder eins sein. Das ist echt... also, wer diesen Absurd herstellen möchte, sollte sich tatsächlich schnell mal hier bei diesen Nestern umschauen. Na, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wir hätten, wenn da jetzt noch ein Herz drin ist, dann hätten wir alle Herzen direkt beieinander gefunden. Das darf doch echt nicht wahr sein. So, ich habe auch direkt den zweiten Absurd geschluckt jetzt. Der ist echt, der ist gut. Der ist echt gut. So, und direkt mal das Nest kaputt machen. Na, geh aus dem Weg. Hier auf. Ich wollte kein Fußball spielen mit dem Schädel. Ach Mann, boah, wenn da jetzt wieder ein Herz drin ist. Wie lange haben wir die scheiß Neckerherzen gesucht? Vier Stück brauchten wir und hier sind vier Monsternester von Neckar direkt nebeneinander. Und hier, der hatte noch eins. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Also das Vieh hier gerade hatte schon eins. Das wäre schon das vierte gewesen mit den drei Nestern zusammen. Und hier ist auch noch eins drin. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Alter! Oh Mann, warum hat mir das keiner gesagt? Leute! Ihr wusstet, dass ich die Scheißdinger suche und keiner sagt mir das. So, ich meditiere. Ich meditiere. Oh Mann, jetzt echt, ey, das... ah! So, gerade mal ein Minütchen meditiert, quasi. Nee, ich weiß jetzt nicht, wie lang es war. Hier ist noch eine kleine Hütte. Ach, aber keiner sagt mir das, weißt du? Sagt keiner mal, guck mal, da sind so ein paar Monsternester, vielleicht... findest du da ja was? Geh doch mal dahin.
Alle schauen sie stillschweigend zu, wie ich durch die Gegend renne und suche. Unglaublich. Ja, also, ne? Hier, zwischen Wenkelheim und dem Rückeranwesen sind 4 Monsternester. Alles Neckarnester. Und da findet ihr im Zweifelsfall die Neckarherzen. So, da ist unser nächstes Ziel. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge noch erreichen. Obwohl doch, sind ja noch ein paar Minuten. Komm, dann können wir auch wieder... Nehmen wir Plötze mal wieder mit rein. Hallo, Plötze! Hallo! Hey! So, auf geht's. Machen wir mal querfeldein hier. Was da wohl passiert ist? Oh! Oh oh! Das ist der... Hexerauftrag, den wir in Wenkelheim angenommen haben. Der allerdings für unsere Stufe noch absolut nicht geeignet ist. Den haben wir jetzt gerade durch Zufall gefunden. Ich glaube aber, das ist keine gute Idee, dem zu folgen. Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig mit einer stumpfen Klinge durchtrennt. Aha. Jemand ist gelaufen. Schnell, panisch. Tiefe Abdrücke, die plötzlich aufhören. Das sind auch Krallenabdrücke hier? Krallenspuren? Klauenspuren. Was könnte das? Ein Greif sein oder sowas? Ich weiß es nicht. Da ist jemand in den ausgelaufenen Wein getreten. Ein Flugmonster ist herabgestoßen. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketveni, der Geruch wird noch lange bleiben. Das ist gut, wenn der noch lange bleibt, denn dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, den später nochmal zu finden. Ich gehe jetzt einfach mal hinterher. In der Regel ist es ja bei den Monsteraufträgen... Bei den Hexeraufträgen, ich finde ja erstmal raus, was das Monster ist und dann kann ich mich nochmal vorbereiten. Und die Vorbereitungszeit wird dann was länger ausfallen, bis ich die entsprechende Stufe habe. Aber ich kann ja schon mal hinterherlaufen hier. Wie praktisch, dass da jemand in den Wein getreten ist. So, bis hierhin geht die Duftspur und dann nehme ich an, muss ich den Geräuschen da hinten folgen, oder? Man weiß es nicht. Ah, hier haben wir Wölfe. Okay, die hatten jetzt scheinbar doch nichts mit der Quest zu tun. Mit dem Auftrag. Muss ich mich da vorne nochmal genauer umschauen. Aber wie gesagt, das war auch weit über unserer Stufe eigentlich. Und wenn es dann noch ein Vivern oder Basilisk oder so ist, dann ja. Prost Mahlzeit. So, jetzt finde ich es auch schon gar nicht mehr. Jetzt sehe ich gerade die Geruchsspur auch schon gar nicht mehr. Doch, hier ist sie wieder. Ach Gott, so war ich doch. Hier war ich doch eben noch gar nicht, oder? Jetzt bin ich sogar, jetzt habe ich sie doch weiter verfolgt. Die Spuren führen zur Höhle. Ich bin ja doch neugierig, ne? Muss ich ja, einen muss ich ja sagen. Hat er direkt vor der Höhle erwischt. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Das ist das Schlimme, dass ich so neugierig bin. Das ist so furchtbar. Boah, das ist auch wieder so eine Höhle, die würde sich anbieten für irgendwelche coole, für irgendwelche coolen Rezepte, für Hexerzeug oder so. Oh, ein Apfel. Ich habe einen Apfel gefunden. Hier ist aber arschdunkel. Die ist auch groß, die Höhle. Flüchtlinge. Bei Kreve. Da
Deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat, wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne, boah. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Wow, Moment mal. Wenn es darauf ankommt, hier rauszukommen, muss ich mich darum kümmern, dass ich selber hier rauskomme. Wer von euch ist Tomil? Der da drüben. Das Biest hat ihn gekriegt. Aber woher weißt du? Sein Bruder hat mich gebeten, nach euch zu suchen. Ah, oh, okay. Tomil hat es also erwischt. Das ist schon mal schade. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen, als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Oh je. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wövern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Königlicher Wövern, ich Glückspilz. Königlicher Wövern. Okay, da ist auch noch direkt hier roter Königswivern. Okay, aber allein dafür habe ich schon Erfahrungspunkte bekommen jetzt hier quasi. Oh, das ist Tomil oder der vorne? Das ist aber auch eine Riesen. Finde das Wivernnest. Das ist in der Richtung, dann gehe ich mal lieber in die andere Richtung. Denn ich kann ja nochmal gerade schauen, welche Stufe das war. Aber die war auf jeden Fall zu hoch. Ja, empfohlene Stufe 23. Wir sind Stufe 15. Das wird nichts. Da braucht man nicht lange drüber nachdenken. Das wird also noch ein bisschen dauern. So, ich gehe dann mal in die Richtung hier. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder für die Folge. Hier bin ich aber nicht hergekommen, ne? Ja, ist ein neuer Eingang. Ist ein anderer Eingang. Oh! Oh! Aha. War ja klar. Was habe ich gesagt? Das eigentlich. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. Ich hab's doch gesagt. Das ist so eine Höhle, die sich dafür eignet. Das heißt, spätestens dafür muss ich sowieso nochmal zurückkommen. Aber mit dem Vieh da drin, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, sich da jetzt umzuschauen. So, das sieht doch viel netter aus hier. Ich glaube, da vorne ist das wieder ein Erdgenius oder sowas. Oder ist das so eine Spinne? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwas Fieses, Großes ist es. Ja, es sieht mehr aus wie ein... Oh, nee, was ist das? Das sieht aus wie ein Gorilla. Das ist ein Bär, oder? Das ist wohl eher ein riesiger Bär. Aber der sieht mir so riesig aus, weil der ist eigentlich noch so ein Stück weit weg und ist trotzdem schon so groß. Gorilla. Naja, okay, ich bleib einfach mal stehen. Oh, hier sieht's schöner aus. In der Richtung gucke ich in die Richtung. Da sieht's netter aus. Die Fackel kann ich eigentlich auch ausmachen. Na. So. Dass der immer einmal schießt, obwohl ich die einfach nur ausgerüstet habe. Okay, dann, wo ist das Vieh hin? Da vorne? Gut, wie gesagt, ich schaue lieber in die Richtung. Da sieht's netter aus. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter wie bisher mit den Fragezeichen und nähern uns so langsam wieder Ochsenfurt und Novigrad, also den Städten. Und dann sehen wir mal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen in der heutigen Folge. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage schönes Wochenende euch und tschüss und bis zum nächsten Mal.